Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Danilo RP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. Ja, in der letzten Folge sind wir hier am Aladdin-Hafen angekommen, weil wir auf der Flucht waren. Und ja, Myla wollte ein bisschen von Alvin trainiert werden. Allerdings macht er es nur gegen Bezahlung und um ein bisschen an Geld zu kommen, haben wir hier eine Quest angenommen, zwar von dieser Lady hier, da, direkt die da, habe jetzt keinen Bock da hinzugehen. Und ja, damit sollen wir sozusagen das Training finanzieren. So, und im letzten Part, wer hat vielleicht mitbekommen, hat ganz am Ende ist noch ein Skit aufgeploppt und das spiele ich jetzt erstmal ab. Zeuge der Verteidigung. Let's see. What are you up to? Just trying to organize all of my notes for my thesis. Those in the books at a time like this? You sure are studious. Yeah, probably a waste of time. I'm sure I've already been expelled being an X-marked criminal and all. Ah, cheer up, kid. If I get a chance, I'll testify to the military and the school on your behalf. Shouldn't be hard to make the case that you're just a poor kid who got sucked into this. Thanks. But aren't you a wanted criminal too? Ah, that. I guess I did flee along with you. So if we get captured, I'll testify for you. I'll tell them that you're nowhere near as shady as you look. I'll take it as a compliment. Wir wissen, dass der Typ locker drauf. Das heißt aber nicht, dass ich ihn traue. So, ich möchte mal das Shop-System ja ein bisschen Bonus mal 2. Okay. Ich, na gut, Geld schenken, ja, sicher. Dann kann ich mir ja nichts mehr kaufen, was soll das? So, ein Stück Holz. Bonus. Was? Nein. Hier. So. Bonus immer mal 1. Wenn das so abläuft wie in Final Fantasy 13, ne? Punkte. Ich tue mal die Hälfte hiervon verschenken. So, dann 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und Level Up. Stahlhandschuhe. Okay, man kann den wahrscheinlich noch verdammt hoch bald erhältlich. Oder kann man immer nur die Sachen, die hier sind, bekommen. Warte mal, ist das falsch oder an? So. Stahlhandschuhe. Warte mal, ich kann die alten nicht mehr kaufen? Doch. Ach, die neuen werden immer nur angezeigt. Okay. Ah, und hier sind... Dann heißt das, ich muss echt jeden Laden hier aufwählen. Okay, oh, das ist aber ergiebig. Ja, direkt ausrüsten. Die Waffen haben wurden 63 Erweiterungspunkte zugeschrieben. Okay. Ah. Ah, okay. Das heißt, es funktioniert so ähnlich wie in Tales of Graces. Ja, das hier. Ich möchte ungern irgendwelche Sachen doppelt haben. Wie es aussieht, muss ich hier noch ein paar Sachen einballern. Materialien schenken. Na, so viel habe ich jetzt auch nicht. Tun wir mal hier von 4 einballern. Oder von 6, damit ich von jedem noch 5 habe. Oder das Bonus mal 2. Ja, okay. Dann kaufen wir noch mal einen Zubehörladen. Hatten wir, glaube ich, schon alles. Und ich habe nicht genug Geld. Super. Kriegerembling. Okay. Lebensmittelladen vermisse ich irgendwie. Da wurde auch irgendwie angezeigt. Lebensmittelhändler, genau. Na gut, anscheinend nicht. Hey. Seid gegrüßt, mutiger Reisender. Seid ihr gut ausgerüstet? Es ist ein gefährliches Land und ihr solltet besser vorbereitet sein, wenn ihr den Seehafen verlasst. Ja, apropos verlassen, ich gucke mich jetzt erstmal hier um. Und warum ist ja keine Musik? Ist ein bisschen still hier. Hört man immer noch das Rauschen wahrscheinlich von meinem Mikro. Vielleicht solltest du weniger über Schiffe lesen und dafür lieber schwimmen lernen. Ich habe noch nie von einem Matrosen gehört, der nicht schwimmen kann.
Okay. Aber hier scheint es wohl nicht zu geben. Ja, ich habe schon, glaube ich, in den ersten Parts gesagt, im Gehen werde ich sowieso nicht quasseln. Nur bei Leuten, die ein bisschen auffällig aussehen. Objektladen. Apfelgummi. Brauche ich im Moment noch nicht. Man kann ja nie wissen. Und Erweiterungspunkte, gut. Wenn man dafür Punkte bekommt, dann sollte ich vielleicht doch darüber nachdenken, ein bisschen mehr zu kaufen. So, hier haben wir alles erledigt. Und jetzt fängt die Musik an. Hi. My lilium orb is shining. Mine too. Wait, you two have orbs too? Great. We should try linked combat. What's that? Lilium orbs are handy things. They let you sense your companion's intent. That's a huge advantage in battle. You can coordinate your thoughts to pull off combination attacks. We call this linking. Sounds great, but how do we do it? Try it and see for yourself. Focus your consciousness into the Lilium Orb. Alles klar. Das System habe ich mich schon gefreut. Jetzt kommt dieses Partnersystem, ne? Alright, try linking up. Wir werden Kreise, um die Verbindung einzugehen. So this is linking. Oh, ich wollte schon sagen, wofür halt normales Steuerkreuz dann ist. Wenn man L1 und Steuerkreuz benutzen muss. Du hast Steuerkreuz, um die Richtung verbindet, mit denen du dich verbinden möchtest. Mal Platz. Okay. Okay, it's time to flank them. Hier hat euch den Pfeil und umzingelt ihn. Erst du dich einen Feind bewegt sich dein Partner hinter ihn und du kannst den Gegner von der Seite angreifen. Einen Feind von hinten zu treffen erhöht die Wahrscheinlichkeit auf kritische Treffer und erhöht deine AZ. Okay. Hey, watch your back. Nähert sich ein Feind von hinten, reagiert dein Partner. Er schützt sich vor Angriffen und von hinten und reduziert so die Wahrscheinlichkeit eines kritischen Treffers. Im Strategiemenü kannst du das Verhalten deines Partners ändern. Oh cool. Meilers Partnerfähigkeit binden. Wenn du Meiler zur Partnerin hast, wehrt sie den Gegner bei Zangenangriffen ab. Was sind Zangenangriffe? Geschwindigkeitsgegner bindet sie mit größerer Wahrscheinlichkeit betäubte Gegner auf alle Fälle. Von links habe ich wieder was sehen. Ja, für die Anzeige, indem du angreifst. Verwende Dämonenpfeil und drücke R2, wenn das Symbol erscheint. Cool. Wenn du verbunden bist und angreifst, fühlt sich die verbunden Arts-Anzeige links. Die Anzeige hat 5 Segmente. Wirke eine Art, wenn ein Segment ganz voll ist. Ah, okay. Je nach Partner kann es sein, dass das Symbol verbundener Arzt erscheint. Drücke R2, während das Symbol angezeigt wird, um ein mächtiges verbundenes Arzt zu wirken. Okay. Hey. Oh, ist immer noch nicht vorbei. Die Anzeige bewegt sich nur dann in das nächste Segment, wenn du ein verbundenes Arzt verwendest. Okay. Was war das denn? Okay. Final Gale. Oh, das wird richtig gut. Und bis jetzt sind die Gegner noch nicht so stark. Soll ich den Schwierigkeitsgrad nochmal höher machen? Aber ich verstehe nicht, wo was angezeigt wird. Victory born from cooperation and friendship. Not bad, right? Yes, I quite like it. I feel much better knowing I'm not fighting alone. Right there with you, buddy. All right, not bad. Und der hat wieder WP bekommen. Der ist schon Level 5 dann. So, ich würde mal sagen, das war es hier noch nicht, ne? Na, ja, Lilienkugel. So, was haben wir denn noch? Level auf. Kurzer Gewinn.
Weil ich würde gerne mal andere Sachen hier nachgucken. Schutzfeld und fügt gleichzeitig gegen einen Schaden und verwandelt sich aufgeladen und Großrollart Schutzheit. TP-Kombo für Arzt, aber auch bei jedem Kombo mit mehr als 4 Treffern 20%. Bei jedem Kombo mit mehr als 8 Treffern 40% weniger TP. Okay. Hier geht schlecht. Boah, hat der wenig TP, sehe ich gerade. Dann gehen wir mal hier auf TP. So, und jetzt kann ich direkt 2 lernen. Zack. Kurzer Gewinn und Levelaufstieg. So, jetzt hat er die ganze erste Reihe schon mal gelernt. Wie hat mit dem Weitergehen funktioniert, weiß ich aber ehrlich gesagt immer noch nicht. So, was haben wir denn hier noch? Alter, über jeden Sieg mein Feind 10 KP. Halt nahe Verbündete und fügt gleichzeitig Gegnern Schaden zu. Schutzwelt. Ach, Guardian fehlt. Okay. Physisch. Schadenangriff leicht auf. Okay, ja. Ich verstehe. Na gut. Und der hat Dämonenzahn und Tierchen immer noch. Immer noch hat sich nichts geändert. So, ich möchte mich aber mit Albin verbinden. Boah, was zum? Und bis jetzt sind die Gegner noch einfach, obwohl die ziehen verdammt viel ab. Zack. Ich gehe mal kurz und heile ein bisschen. So. Ich gehe mal auf Strategie und guck mal, wie ich das hier ändern kann. Verbinden. Manchmal verbinden. Verbinde ich gelegentlich mit anderen. Manchmal verbinden. Okay. Freie Wahl. Handel selbstständig, wenn sich jemand mit dir verbindet. Vorwiegend Arzt. Kämpfe mit Arzt, wenn sich jemand mit dir verbindet. Heilen priorisieren. Jemand mit dir verbindet. Gib Rückendeckung, wenn sich jemand mit dir verbindet. Okay. Aber dann lasse ich erstmal. Muss ich erstmal Erfahrung sammeln. Zack. Fällt mir auf jeden Fall. Wird noch richtig toll. Schön. Vorteil läuft der Begegnung. Wenn deine Figur einen Feind beim Erkunden vom Spielgebiet von hinten berührt, fügst du den Gegnern zu Beginn des Kampfes Schaden zu. Das habe ich gemerkt. So. Hi. Und jetzt würde ich mal gerne ihn steuern. Wow, und der Typ kämpft schwerfällig. Und Myla ist gleich tot. Hat der... Ach ja, der hat eine Pistole. Oh Gott. Ah, ich vergesse mal. Myla, komm mal her. Okay, kann ich mit dir hier? Aua. Myla, komm mal her. Ich krieg jetzt schon Probleme. Das ist nicht gut. Wie kann ich ihn denn wieder hier? Ach, ich muss auf mich drauf gehen. Oh, ich muss mich ein bisschen heilen. Man, are we good or what? Yeah. Ouch, the cold shoulder. Albins Partnerfähigkeit, Brecher. Wenn du ein Gegner, wenn du gegen einen Gegner kämpfst, der abwehrt und Albin als Partner wählst, versucht er einen Abwehrbrecher gegen den Feind einzusetzen. Ein Gegner, der von einem Abwehrbrecher getroffen wird, wird betäubt. Albin gibt einen tollen Verbindungspartner ab, wenn du gegen Abwehrgegner kämpfst, die deine Angriffe oft abwehren. Okay. Würde ich aber sagen, das war's dann für heute. Wir sehen uns. Bam! Im nächsten Part. Boah, ich fühle mich so sicher am Speicherpunkt. Von Tales of Xillia. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part. Bye bye.